Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Botschaft für die kommende Woche vom 4. bis zum 10. März. Ich hoffe, es geht dir gut. Schön, dass du wieder reinschaust. Und wir schauen uns heute die Botschaften für die nächste Woche an, die Energien. Was zeigt sich? Was kommt auf uns zu? Und ja, ich bin mal gespannt, was sich hier wieder zeigt für die nächste Woche. Ich schaue erstmal hier in die Astroenergien, welche astrologischen Energien sich hier erstmal zeigen für die nächste Woche. Da kommt die Sonne, das Wasser und der südliche Mondknoten. Ja, der Mondknoten ist sowieso gerade aktiv, das stimmt, die Mondknotenachse. Also es geht hier stark darum, jetzt alte Muster loszulassen, ja, auch die Komfortzone vielleicht so ein bisschen zu verlassen, aber es sind vor allem so alte emotionale Gewohnheiten, Muster, Eigenarten, die man so im Laufe des Lebens entwickelt, beziehungsweise die man, an denen man gerne festhält, also die man ein ganzes Leben lang ausgeübt hat und wo es dann darum geht, dass dann im Laufe des Lebens, also zumindest ist das die Aufgabe, ja, im Laufe des Lebens diese Muster loszulassen, immer weiter Schicht um Schicht sich von alten, limitierenden, emotionalen Mustern vorrangig, aber auch limitierenden Glaubenssätzen, Selbstzweifeln, Ängsten und all solche Dinge, sich zu befreien, sich zu lösen. Und das hat ja auch sehr viel natürlich mit dem Gefühl zu tun. Wir haben ja das Wasser, da geht es ja um ja, sehr viele Emotionen, emotionale Bindungen, also einfach etwas, was in dir emotional gebunden ist, deine Ängste, Unsicherheiten. Da geht es aber auch um die Intuition, dass du jetzt dich von der Intuition führen lässt, von der inneren Stimme, dass du deinen Weg findest, deinen spirituellen Weg, deinen Seelenweg. Und natürlich mit der Sonne ist das hier auch ganz klar. Da geht es darum, dich selbst zu entwickeln, zu entfalten, dich selbst auszudrücken, deine Wahrheit zu leben, deine Wahrheit zu verkörpern. Ja, und immer mehr in diese Kraft deiner Essenz reinzukommen und immer mehr die alten Muster zu überwinden und hinter dir zu lassen. So, und das scheint ein größeres Thema nächste Woche wieder zu sein hier. Da können wir uns ja mal drauf freuen, was es mit dem Tarot dann auch noch zeigen wird. Erstmal schaue ich hier in diesem Orakel, welche Energien sich hier noch zusätzlich zeigen nächste Woche. Was ist hier besonders im Fokus? Also auf jeden Fall haben wir eine hohe Empfindsamkeit, die passt natürlich zu der Fische-Energie, in der wir jetzt sind. Die Sonne steht im Zeichen Fisch. Das heißt, da haben wir ja schon von Hause aus eine starke Sensibilität, eine starke Verbundenheit, Angebundenheit mit dem Wasserelement, also den eigenen Gefühlen, den Emotionen, der Intuition, den inneren Bildern, den Wünschen, Träumen, Sehnsüchten, all das, was so dem Wasser und den Fischen zugeordnet wird. Ja, also Sonne, wir haben die Sonne und das Wasser, könnte man auch deuten, Sonne im Wasser, ja, das ist ja das, was wir hier haben. Und ja, da haben wir aber eben auch die unliebsame Seite der Gefühle mit dem südlichen Mondknoten, da darf eben auch ein bisschen Licht reinkommen in alte Schattenthemen oder alte Limitierungen. Oder all die Dinge, die eben noch nicht im Licht, in der Sonne erlöst wurden. Worum geht es hier nächste Woche? Was ist wichtig? Ist übrigens, weil wir auch gerade das Thema Mondknoten, weil das gerade auch ganz groß ist, wenn dich das interessiert oder du Kenntnis darüber hast, wo dein Mondknoten steht. Also jeder hat ja einen Mondknoten, eine Mondknotenachse. In seinem Geburtshoroskop, da gibt es den südlichen und den nördlichen Mondknoten und der südliche bringt sozusagen das Karma mit, die karmischen Themen, die aufgelöst werden möchten im Laufe des Lebens. Es ist quasi die Mondknotenachse, stellt eine Entwicklungsaufgabe dar, wo es darum geht, sich zum nördlichen Mondknoten hinzuentwickeln. Das heißt, in die positiven Aspekte des nördlichen Mondknotens. Ja? Beides steht jeweils in einem Zeichen und in einem Haus. Also der nördliche Mondknoten steht in einem bestimmten Zeichen, einem bestimmten Haus und der südliche auch. Und es werden jeweils die Themen angestrebt oder sollen entwickelt werden, die dem positiven Pol des nördlichen Mondknotens zugeordnet werden. Beispielsweise, wenn du jetzt den nördlichen Mondknoten im Zeichen Widder hast, dann geht es darum, die positiven Qualitäten der Widderenergie zu verkörpern, zu entwickeln, stärker zu leben, wie zum Beispiel die
Risikobereitschaft, Mut, Entschlossenheit, Engagement, Einsatzbereitschaft, ja, die Antriebskraft, Pioniergeist und so weiter. Also es geht darum, eben sich dem positiven Pol zuzuwenden und nicht der negativen Energie. Wohingegen die Aufgabe des südlichen Mondknotens, es ist, die negativen Aspekte der Energie des Ortes, wo sich dieser südliche Mondknoten befindet, loszulassen. Ja, das heißt, wenn der beispielsweise im Zeichen Krebs steht, der südliche Mondknoten, dann geht es darum, die, ja, zum Beispiel die kindlichen Gefühle, die ki emotionale Bedürftigkeit loszulassen, mehr in die Selbstliebe zu kommen, mehr in das Verantwortungsbewusstsein und so weiter und eben ja kindliche Unbeholfenheit loszulassen, als Beispiel. Und so kannst du schauen bei dir, wo steht dein Mondknoten, dein südlicher, dein nördlicher, was ist dein seelisches Entwicklungsziel in diesem Leben und was muss dafür noch aufgelöst werden, beziehungsweise was gilt es hier in Einklang zu bringen? Denn am Ende geht es darum, den südlichen und den nördlichen Mondknoten in Einklang zu bringen. Ja, das ist ja eine Achse. Das ist häufig auch, denke ich, das wird zu wenig beachtet, dass man den südlichen Mondknoten, den kannst du ja nicht auslöschen, den kannst du ja nicht wegstreichen. Es geht darum, diese Energien immer bewusster zu machen, weil sie ja im Schatten liegen im Laufe des Lebens, ja, und somit zu transformieren, indem du dich versuchst, immer mehr den nördlichen Entwicklungszielen, also den nördlichen Mondknoten, zuzuwenden. Und das ist die große Aufgabe. Aber man kann nicht einfach sagen, okay, ich lasse das jetzt alles los und bin jetzt nur noch im nördlichen Mondknoten. So läuft das nicht. Du hast beides, du hast die komplette Achse in deinem Leben aktiv an Energien, die quasi deine Seele, die sich ausgesucht hat, um daran zu wachsen und sich zu entwickeln. Das heißt, du musst beides in dir integrieren. Und darum geht es eben, sich des negativen Pols stärker bewusst zu werden und das stärker, ja, wie soll ich sagen, kontrollieren oder auch versuchen, schrittweise zu transformieren und sich davon nicht so sehr beherrschen zu lassen. Und gleichzeitig sich immer mehr den nördlichen Qualitäten zuzuwenden und sie dir zu eigen zu machen. Das ist das ganze Thema des Mondknotens. Jetzt nochmal kurz hier nebenbei erwähnt. So, da kommt die Sonne, noch einmal die Sonne. Wir haben hier nächste Woche das Thema der Sonne zweimal. Also hier geht es wiederum, wie ich schon sagte, hier um deine ja, Lebensenergie, deine Strahlkraft, deine Wahrheit, dass du ja, in deine Essenz kommst, in deine Lebensfreude, Optimismus, Zuversicht, Mut überhaupt. Und ja, auch das Leben genießt. Es geht natürlich bei der Sonne auch immer um Spaß und Lebensfreude, um Herzenswärme und sich dem Leben zuzuwenden, ja, oder einfach auch das zu tun, was dir Freude macht, was dir Spaß bereitet. Vielleicht kann es auch darum gehen, kreativ sich zu betätigen oder eben auch das Potenzial, wenn wir es wieder auf dein Horoskop uns jetzt beziehen wollen, zu leben, wo deine Sonne steht, ne? In welchem Zeichen, in welchem Haus steht deine Sonne? Und das ist der Ort, wo sie strahlen möchte. So, jetzt haben wir hier das Schicksal, die Hand des Schicksals. Ja, hier haben wir Kräfte, die außerhalb deiner Kontrolle liegen, die hier beeinflussen. Ja, das könnten jetzt hier schicksalhafte Einflüsse oder Veränderungen sein. Das kann auch der Schatten sein. Oder wenn wir jetzt wieder zu dem südlichen Mondknoten uns hier, wenn wir uns das anschauen, dann sind das hier möglicherweise ja, schicksalhafte karmische Themen. Wie gesagt, das Karma ist hier ganz viel zu finden beim südlichen Mondknoten. Wo das Schicksal jetzt eben hier auch ja, Einfluss nimmt oder eben ja das Karma, wenn man so möchte, oder es gibt hier irgendeine schicksalhafte Fügung oder Veränderung. Etwas, was du nicht kontrollieren kannst, was außerhalb deiner Kontrolle liegt. Und das sind immer Schicksalskräfte. Wir schauen mal weiter. Vielleicht geht es auch darum, sich jetzt ein Schicksal anzunehmen, an einem Schicksal zu wachsen, sich zu entwickeln. So, da kommen ja wirklich, oh, drei Karten sind hier noch gefallen. Hier haben wir einen Konflikt. Und eine mögliche Gefahr. Hier haben wir die Veränderung.
Es gibt hier wirklich eine größere Veränderung, die hier am Laufen ist, möglicherweise eine schicksalhafte Veränderung, eine Veränderung in deiner Umgebung. Irgendetwas wird sich hier, soll sich hier verändern nächste Woche. Und Kraft und Weisheit haben wir mit dem Drachen. Es ist interessant, dass der Drachen kommt. Das ist ja jetzt auch das Drachenjahr, wo wir jetzt reingehen. Da geht es um deine Stärke, deine Kraft und Weisheit. Ja, so, wir schauen mal mit den Energien, die wir jetzt hier haben. Veränderung, also Schicksal haben wir hier ganz viel. Karma, Schicksal, Veränderung. Und wir haben die Gefühle, die Sonne zweimal. Ich werde das mal hier thematisch aufeinanderlegen. Die Gefühle und dann hier irgendeinen Konflikt, irgendeine mögliche Gefahr, wo du vielleicht aufmerksam sein darfst und hier etwas mit Weisheit und Stärke auflösen darfst. Wir schauen jetzt ins Tarot, was sich hier zeigt für die nächste Woche. Vom 4. bis zum 10. März. Worum geht es hier? Am 10. März ist auch wieder Neumond, der Neumond im Zeichen Fische. Dazu werde ich auch wieder ein separates Video machen zu der Neumondenergie. Da geht es dann auch wieder um Veränderungen, aber jetzt schauen wir uns erstmal die Woche an hier. Was kommt hier nächste Woche auf uns zu an Energien? Worum geht es? Neun der Stäbe und die Kraft. Ja, hier haben wir schon eine sehr entschlossene. Ach, der Turm springt raus. Der Turm. Bricht hier wieder irgendwas zusammen hier. So, na, dann schauen wir mal. Also, am Montag die Gerechtigkeit. Da ist er tatsächlich wieder, der Turm. Ja, damit ihr seht, ich schummle nicht. Ja, wenn der Turm kommen will, dann kommt er auch. Egal, ob ich die springende Karte nehme oder nicht. Und das ist was, daran glaube ich halt auch. Wenn es wirklich wichtig ist, dann kommt es wieder. Und wenn er nicht als Turm kommt, dann kommt er in Form einer anderen Energie, die das Thema von einer anderen Seite beleuchtet. Das habe ich jetzt übrigens auch festgestellt, ganz oft, dass wenn ich springende Karten nicht nehme oder auch meine Legung 2-3 Mal wiederhole zu einer bestimmten Frage oder einem Thema oder einem Zeichen, dann wiederholt sich das Thema der Legung trotzdem immer wieder, auch wenn andere Karten das, wie gesagt, dann anders erklären. Es wird dann quasi von einer anderen Perspektive aus betrachtet, aber das Thema wiederholt sich trotzdem. Da kann man hier ganz gut drauf vertrauen. So. Was haben wir denn jetzt hier erstmal? Ich sehe erstmal einen Haufen Ängste. Das finde ich jetzt gar nicht so schön. Aber ich muss ja das nehmen, was da ist. Ja, ich kann es mir ja nicht aussuchen. Also ich sehe hier erstmal wirklich Ängste. Nächste Woche Unsicherheiten. Sorgen, schlaflose Nächte, Albträume, irgendetwas quält dich hier. Irgendwie hast du hier ein Unbehagen, eine innere Unruhe, auch eine starke Unsicherheit. Und das hat hier zu tun natürlich mal wieder mit dem Turm, das ist ja hier die Hauptenergie in der ganzen Legung, weil es ist eine sehr wichtige Karte und auch eine große Arkana-Karte und die liegt auch umgeben von zwei weiteren großen Arkana-Karten. Der Rest sind kleine Arkana. Also quasi eine sekundäre Energie, also die quasi nicht so intensiv sind. Wir haben hier wirklich den Turm und den Mond. Also etwas will hier einstürzen, etwas bricht zusammen, etwas stürzt ein und das verursacht hier große innere Verunsicherungen und Ängste, Albträume, schlaflose Nächte. Den Turm hatten wir auch schon, glaube ich, in der letzten Legung, letzte Woche, wenn ich mich nicht ganz täusche. Wie gesagt, bei dem Turm, gerade wenn der auf dem Kopf steht, dann ist hier eine Veränderung angezeigt.
gegen die man sich hier vielleicht verschließt. Oder man hat hier Schwierigkeiten, sich für eine bestimmte Veränderung zu öffnen. Und das ist das, worum es bei dem Turm geht. Es geht darum, alte, verkrustete Gebäude, Gedankenstrukturen, Muster einbrechen zu lassen. Und damit sind wir wieder beim Thema des südlichen Mondknotens. Der südliche Mondknoten, der hält nämlich zu gerne fest an diesen alten Mustern, weil man nichts anderes kennt. Du bist ja so damit geboren, du bist damit groß geworden, du hast somit die erste Hälfte deines Lebens erfolgreich bewältigt mit diesen alten Mustern, mit diesen alten, ja, manchmal sind das auch so Überlebensstrukturen, Überlebensmuster, die man so entwickelt hat im Laufe des Lebens, um sich zu schützen oder sich wohlzufühlen. Oder auch Wichtiges für sich zu bewahren oder zu bewältigen. Aber da ist jetzt irgendwie was, was hier jetzt sich auflösen möchte. Da geht es darum, möglicherweise kann das ein Weltbild sein, was hier zusammenbricht, dass irgendwie du vor einem Scherbenhaufen stehst, weil irgendetwas zusammengestürzt ist. Es kann auch sein, dass hier im Außen irgendwas wegbricht, dass man einen Job verloren hat, gekündigt wurde oder verlassen wurde oder das kann natürlich alles Mögliche sein. Ja, man steht hier irgendwo vor den Scherben einer zusammengebrochenen Struktur und trotzdem scheut man diesen Wandel, scheut diese Veränderung. Man hält irgendwie trotzdem an dem Alten fest. Ja, das sind die alten Muster. Was soll ich dazu weiter sagen? Und das haben wir hier nochmal jetzt im Zusammenhang mit Ängsten, Unsicherheiten und Sorgen nächste Woche. Da ist natürlich ja auch mit dem Mond. Das sind eben sehr unbewusste Dinge. Ne? Das ist wirklich hier mit dem südlichen Mondknoten sehr schön in Zusammenhang zu bringen. Es sind Gefühle, emotionale Muster, die hier greifen, deren man sich nicht immer unbedingt so bewusst ist, die einfach ihr Unwesen treiben und tiefe Ängste und Verunsicherung hier auslösen können. Aber jetzt kommen wir zum Positiven. Hier haben wir am Ende der Woche die 8 der Stäbe, der König der Kelche. Hier sehe ich auf jeden Fall Veränderungen, positive Nachrichten. Hier kommt etwas in Bewegung. Es können hier Überraschungen sein. Irgendetwas geht hier schnell voran, wird sich hier schnell bewegen und verändern. Also irgendwie kommt hier am Samstag oder zumindest in der Zeit um den Samstag, vielleicht auch Freitag oder Sonntag, sehen wir, kommt hier wirklich etwas, was vielleicht vorher festgefahren war oder wo sich vorher irgendetwas nicht bewegt hat, da löst sich etwas auf oder es kommt etwas in Bewegung oder es kommen hier einfach gute Nachrichten, gute Veränderungen rein und es geht hier voran. Ja, und Sonntag auch sehe ich dich hier sehr in einer sehr angenehmen Energie, sehr gefühlvoll, sehr empfindsam, sehr intuitiv, vielleicht sehr verträumt. Also hier haben wir eine gute Energie am Wochenende auf jeden Fall. Ja, nur erstmal in der Mitte sieht es hier so ein bisschen turbulent aus, aber das schauen wir uns auch gleich nochmal genauer an. Worum geht es hier? Ja, da haben wir natürlich die 10 der Schwerter. Was sonst? Da geht es um das radikale Ende. Höre damit auf, sagt diese Karte. Du darfst auf keinen Fall so weitermachen. Schau mal, denn sein Herz blutet hier. Ja, das Herz ist hier, das ist die Niederlage, das ist dieses. Es ist vorbei. Es ist dieses, normalerweise ist das ein Mensch, der hat 10 Schwerter im Rücken. Das ist einfach das Ende. Dass man erkennt, dass irgendwas wirklich nicht mehr weitergeht, dass es nicht mehr funktioniert und man damit aufhört, einen Schlussstrich setzt, ein radikales Ende, ein aktives radikales Ende wird hier erfordert oder gefordert, dass du das hier irgendwo setzt. Entweder geht es darum, eine Situation im Außen aktiv zu beenden, aber in den allermeisten Fällen, wie ich es immer wieder sage und wiederhole, geht es um dein Innerstes. Es geht um deine innere Haltung und Einstellung, ein inneres Muster. Eine innere, ja, Erwartung, Einstellung oder Gefühle oder eben, ne, unbewusste emotionale Gefühle und Muster, die hier ihr Unwesen treiben, die dir nicht mehr nützlich sind, die dir nicht mehr dienen, die dich an deiner Weiterentwicklung hemmen. Vielleicht hält man auch an einer Verletzung fest, an einem Schmerz. Es geht darum, hier ein Ende zu setzen. So, was haben wir noch? Der Ritter der Schwerter. Ja, der ist ja auch sehr impulsiv. Es kann sein, dass hier auch einiges an Konfrontationen, Konflikte haben wir ja hier, die Schwertenergie. Na, da haben wir schon einiges an Konfliktpotenzial hier, dass man hier möglicherweise diskutiert, sich Luft macht, dass man sich hier, ja, dass man Dinge hier wirklich aktiv versucht zu klären und auch Recht haben will und seinen Standpunkt hier verteidigt und
vielleicht auch für seine Ideale hier einsteht. Das ist eine sehr impulsive Energie hier. So, und der Prinz der Stäbe ist ja hier der Bube der Stäbe. Müsste das hier sein? Ja. Auf dem Kopf. Das sind so Chancen und Gelegenheiten. Das kann sein, dass du dich diesen Chancen hier, die sich dir hier bieten, entweder nicht öffnest oder sie nicht wahrnimmst oder nicht erkennst oder sie kritisch betrachtest. Das sind hier irgendwelche, es können Inspirationen sein oder vielleicht will dich hier irgendjemand begeistern oder inspirieren mit irgendetwas. Das sind so, ja, Impulse, die von außen an dich rangereicht werden, aber du scheinst damit hier sehr kritisch umzugehen. Also diese Energie von Kritisieren haben wir hier halt auch. Und Zweifel und auch Konfrontation. Darunter die Welt ist eigentlich eine schöne Karte. Hier möchte was zum Abschluss gebracht werden, etwas geklärt werden. Wir schauen jetzt mal weiter. Ich kläre die Karten jetzt erstmal ab. Worum geht es nächste Woche? Was ist hier wichtig? Welche Energien zeigen sich? König der Kelche hier am Sonntag passt natürlich auch sehr schön zum Neumond in den Fischen am Sonntag. Das ist nämlich eine sehr verträumte Energie, wo man hier wirklich auch sehr stark in Kontakt ist, ja, mit der eigenen inneren Führung, der Intuition, den Wünschen, den Sehnsüchten, Träumen. Und auch ein starkes Mitgefühl vorhanden ist, Verständnis. Worum geht es hier nächste Woche? Kommt die Königin der Kelche. König und Königin haben wir jetzt hier. Also viel Gefühl, viel Gefühl. Es geht hier viel um die Gefühle. So, jetzt schauen wir uns mal den Rest an. So, die drei der Kelche am Montag. Ach, ja, das ist ja wieder Wahnsinn. Die acht der Kelche direkt unter dem Turm hier. Der Tod unter dem Mond. Also alle vier stehen auf dem Kopf. Ich glaub's ja nicht. Das ist ja wieder hier. Also eigentlich kann ich hier komplett wiederholen, was ich hier schon gesagt habe. Ne? Ach, der Kelche, das ist ja auch der Abschied schweren Herzens, loslassen, das Vertraute hinter dir lassen, vertraute Gewohnheiten hinter dir lassen, südlicher Mondknoten. Also hier ist so ein starker Bezug zum südlichen Mondknoten überall. Das ist wirklich das Thema. Man hält so sehr an dem Gewohnten fest, an dem Vertrauten, an diesen liebgewonnenen Strukturen oder an der Umgebung oder an einen Menschen oder an diesen inneren Bedürfnissen oder was auch immer. Das kann bei jedem ja was ganz anderes sein. Es hat auf jeden Fall mit deinen alten Mustern zu tun. Der Tod auf dem Kopf, ja, du sollst loslassen, hältst aber fest, Abschied nehmen, machst du nicht. Also das, ja, die auf dem Kopf liegende Energie zeigt mir ja, dass da ein Problem ist mit diesem Thema, dass du eben genau damit Probleme hast, weil die Ängste, die Unsicherheiten und die unbewussten Muster dich hier so stark im Griff haben, dass es dir schwerfällt, hier Abschied zu nehmen. Und das sorgt natürlich für Ängste, Sorgen, schlaflose Nächte, innere. Ja, es ist auch eine innere Anspannung, eine innere Unzufriedenheit, die natürlich damit auch einhergeht. Die Intuition ist hier ganz stark am Werkeln. Ich habe das Gefühl, hier die Intuition, die sagt dir ganz genau, was du tun darfst, was hier richtig ist. Wir haben hier die Hohepriesterin. Ja, die spricht ganz stark zu dir. Aber also es ist so, ich habe das Gefühl, dass diese innere Wahrheit solche Konflikte in dir auslöst, solche innere Zerrissenheit oder Sorgen oder Albträume. Ja, so, und dann sehe ich ja auch die fehlende Flexibilität. Wir haben hier die zwei der Münzen auch auf dem Kopf. Also es fehlt hier eine gewisse Anpassungsfähigkeit und Flexibilität im Hinblick auf eine Thematik. Also man nimmt hier etwas, man ist hier irgendwo ein bisschen festgefahren oder nimmt hier etwas auch sehr, sehr ernst und sehr eng und wichtig. Und da fehlt so dieses Verspielte, so dieses Vertrauensvolle, dieses
leichtfüßige, ja, dass man hier einfach die Dinge so annimmt, wie sie sind und damit halt dann umgeht und hantiert und seine Möglichkeiten abwägt. Also ich sehe, man ist hier nicht so richtig offen für die neuen Möglichkeiten, die hier auf dich zukommen möchten. Und deswegen sehe ich dann hier die Veränderung zum Wochenende. Da kommt wirklich dann Veränderung rein. Ja, hier die Winde der Veränderung, die liegen ja auch hier. Deine Umgebung wird eine Veränderung, eine Transition, wie es hier steht, hier durchlaufen. Da wird etwas sich hier bewegen, weil bei dir bewegt sich ja nicht so viel, was ich hier sehe. Ja, na, die fehlende, da ist nämlich ja auch die Herrscherin jetzt auf dem Kopf. Also das ist die fehlende Wachstumsenergie. Ja, die Herrscherin, die will über sich hinauswachsen, die will etwas Neues auf die Welt bringen, die möchte lebendig sein, die möchte fruchtbar sein, die möchte was Neues kreieren, über sich hinauswachsen. Ein neues Selbstbild soll aus dir heraus entstehen und das ist eben auch hier blockiert, weil du nicht flexibel genug auf die Umgebung hier oder auf die Situation oder mit der Situation, die sich hier zeigt, umgeht. Ja, man ist hier recht ja, blockiert auch in deinem Wachstumsprozess, in deinem Inneren. Ja, das ist jetzt hier der Freitag. Natürlich, es muss jetzt nicht hier auf einen Freitag sein. Es sind, wie gesagt, die Energien, die sich in der Woche zeigen, von Montag bis Sonntag. Ja, und da sehe ich, es ist ganz schön viel auf dem Kopf hier. Jetzt muss ich sagen, 5 der Stäbe, ja. Also hier haben wir auch wieder so eine blockierte Energie des Feuers, also aus 8 und 5 der Stäbe haben wir hier übereinander. Ja, da ist so, man weigert sich hier eine Herausforderung anzunehmen oder man fühlt sich einer Herausforderung nicht gewachsen. Man fürchtet hier vielleicht so ein Gerangel, so ein Konflikt, so ein Wettkampf oder so ein sich messen oder irgendwelche Reibungen, die man hier vermeiden möchte. Und ja, ich habe so das Gefühl, man möchte sich hier gewissen Konflikten vielleicht nicht so richtig stellen oder geht dem aus dem Weg. Da kommt hier wirklich das Schicksal jetzt von außen und bringt hier was in Bewegung. Es bringt hier was in Bewegung, da verändert sich was. Sieben der Stäbe, auch auf dem Kopf. Ist ja alles auf dem Kopf, außer 2 Karten. Ja, also 7 der Stäbe. Das ist auch so dieses sich behaupten, sich verteidigen, für dich einstehen, für deine Wahrheit einstehen. Ja, hast du Mut, für deine Wahrheit einzustehen, für dich einzustehen? Wo wagst du es nicht, deine Wahrheit zu verkörpern, zu vertreten, für dich einzustehen, dich zu behaupten, für dich zu kämpfen, für das, was du. Wo wagst du das nicht? Ne? Wir sehen hier sehr viel Mitgefühl, sehr viel Verständnis. Vielleicht auch ist das auch im Hinblick auf eine Person. Vielleicht hast du ja auch irgendjemanden in deiner Umgebung, der hier sehr empfindsam, sehr sensibel ist. Also Könige der Kelche sind ja Personen. Es könnte hier bei einigen auch tatsächlich ein Gegenüber sein, das hier sehr, ja, sehr empfindsam, sehr sensibel, sehr mitfühlend ist. Vielleicht hat man hier auch Angst, jemanden zu verletzen. Vielleicht hat man Angst, hier für sich einzustehen und sich zu behaupten, weil hier jemand sehr empfindsam, sensibel ist. Das ist hier durchaus möglich. Bei den anderen, wie gesagt, ist das hier deine eigene Empfindsamkeit. Ich meine, es ist ja auch, ne, wenn du Angst hast, jemanden zu verletzen, dann liegt das ja daran, dass du selbst auch extrem empfindsam bist, ne? Sonst hättest du ja diese Angst gar nicht. Also dann hat man ja auch selbst ein Thema damit, ne? Ja, das erstmal, was ich jetzt hier sehe. Der Montag, da sehe ich erstmal Freude. Das ist eine sehr angenehme Energie hier, ja. Also Montag ist das Einzige, wo hier alles sehr aufgelöst und locker liegt. Ja, wo hier alles entspannt ist. Man ist fröhlich, man ist erfreut, man hat gute Laune, man feiert. Vielleicht gibt es hier irgendein Fest zu feiern, irgendwelche vergnüglichen Momente. Also der Montag sieht hier bisher sehr gut aus. Ja, man ist ja auch sehr gerecht. Irgendeine Gerechtigkeit stellt sich ein. Vielleicht wird hier irgendetwas aufgelöst, wenn es hier einen Konflikt gab. Man ist hier sehr fair, sehr auf Harmonie in seinen Verbindungen und Beziehungen. Und ja, vielleicht findest du ja auch gerade eine Lösung für ein Problem, für irgendeine Sache.
eine faire Lösung, eine gerechte Lösung. Also hier bist du wirklich sehr, sehr ausgelassen, fröhlich, fair und gerecht im Miteinander. Also hier haben wir eine sehr angenehme Energie. Ja, und dann, wie gesagt, hier ab Dienstag sehe ich dann hier nur noch blockiert, blockiert diese Blockade gegen den Wandel aufgrund, gegen die Veränderung, aufgrund deiner Ängste, aufgrund deiner Sorgen, deiner Anhaftung an einer alten Sache, die du nicht loslassen möchtest. So, das ist der Hauptfokus nächste Woche. Woran hältst du fest? Wovon kannst du dich nicht lösen? Wovor hast du hier Angst, es loszulassen? Welche Veränderung fürchtest du? Es geht hier jetzt darum, diese Veränderung, sich für diese Veränderung zu öffnen und das Schicksal, diese Veränderung herbeiführen zu lassen. Die Sonne, Lebensfreude, offen, Optimismus, im Vertrauen, sich dem Leben zu öffnen. Unterliegende Energie, überraschend, kommt jetzt hier die 9 der Kelche. Also hier sehe ich Genuss und Freude. Hier sehe ich eine angenehme Energie. Also ich habe hier wirklich das Gefühl, du willst hier die Harmonie wahren. Ja, es ist dir wirklich so, du möchtest genießen, du willst Harmonie, du willst Frieden, du möchtest hier, ja, vielleicht will man hier so eine Art Scheinharmonie wahren. So, das bekomme ich jetzt hier einfach, weil hier sehe ich Freude, hier sehe ich Ausgelassenheit, hier sehe ich gemeinsames Genießen, schöne Momente in Verbundenheit mit vielleicht mit der Familie, mit Freunden, mit Menschen, die dir wichtig sind. Ich sehe innere Erfüllung, also ja, Freude einfach, angenehme Energien. Ja, die liegen auf dem Konflikt, auf dem Kampf. Das ist ja auch wieder hier. Und der Unzufriedenheit. Also wir haben so eine Scheinharmonie hier, so eine Scheinfreude, ja, so eine oberflächliche, weil darunter haben wir einen großen Konflikt und eine Unzufriedenheit. Wir haben hier Demütigung, Gemeinheiten, Angriffe, Niedergeschlagenheit, verlorene Kämpfe, sinnloses Gekämpfe und darunter eine tiefe Unzufriedenheit mit einer Situation, die dich hier nicht erfüllt. Das ist auch, es kann auch sein, dass man hier innerlich ja irgendwie entfernt hat von etwas oder von jemandem, dass man hier schmollt oder beleidigt ist, dass man hier gekränkt wurde. Man, ja, dass man hier irgendwie wirklich ja, verletzt wurde oder dass einem hier gemein zugespielt wurde. Und darüber liegt aber erstmal jetzt hier die Harmonie, die Freude, die Fülle, das Genießen, die Verbindungen, die Verbundenheit, die Freude. Aber ich habe das Gefühl, das kann hier nicht so lange wirklich wahren, weil hier drunter liegt ein Konflikt, eine Niederlage. Es kann natürlich auch sein, dass du diesen Kampf jetzt hier hinter dir lässt, ja, dass du das hier einfach loslässt und das abhakst und jetzt einfach hier in die Freude, in die Harmonie kommen möchtest. Ich meine, die Fische-Energie ist ja auch sehr harmoniebedürftig, ne? Die mag auch gerne einfach ja, nur die Harmonie, den Frieden, das Schöne, die ist sehr empfindsam. Aber hier geht es darum, irgendetwas radikal zu beenden. Vielleicht geht es darum, auch eine Selbstverletzung. Vielleicht verletzt du dich auch irgendwo selbst oder wirst verletzt, wurdest verletzt. Puh. Ja, komische Woche. Was ich hier sehe. Ich werde mal hier noch eine Orakelkarte ziehen hier. Worum geht es hier nächste Woche? Was zeigt sich? Also ich sehe ja, wie gesagt, nicht, dass du jetzt hier großartig hier was veränderst an dieser Situation. Ich sehe das zwar, dass hier eine Überraschung oder Neuigkeiten, Nachrichten reinkommen, die hier was in Bewegung bringen, die hier was verändern. Aber ich sehe ja auch hier die Schwierigkeit, wirklich für sich zu kämpfen und für sich einzustehen. Das haben wir ja hier auch. Ich denke, das wird erst nach dem Neumond hier wirklich vielleicht nochmal was in die Veränderung bringen. Hier sehe ich erstmal gerade so ungelöste Themen, die hier noch im Schatten so rumschwimmen. Ja, weil der südliche Mondknoten, der zeigt ja eben alte, ungelöste Themen, die hier noch nicht bearbeitet wurden. Ich habe auch das Gefühl, es liegt eine Gefahr hier verborgen in dieser Situation, weil das haben wir ja hier auch mit dieser Orakelkarte. Es geht darum, hier irgendwo in die Kraft zu kommen, weise zu handeln oder weise zu werden. Ja, die Gefühle, ne? Deiner Intuition zu folgen und zu vertrauen.
sich der Veränderung zu öffnen, der Turm. Es kann natürlich sein, dass diese Veränderung grundsätzlich hier einfach Zeit braucht. Ja, das ist ein Prozess, der hier einfach vielleicht nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen ist. Es braucht halt einfach Zeit, ne? Dieser Abschied, dieses Loslassen. Wir haben ja so ziemlich alle Loslass- und alle Endkarten hier, die es gibt. Ja, alle. Also wir haben 10 der Schwerter, den Turm, die 8 der Kelche und der Tod. Das sind alle Karten, die es gibt im Tarot, die von Ende sprechen, die von Abschied sprechen. Also die liegen alle hier. Das ist ja, was hier jetzt bei dir losgelassen werden soll, das ist, wie gesagt, bei jedem was anderes. Es hat in den meisten Fällen mit einem inneren Muster, einer inneren Verhaltensweise zu tun, die viel mit deinen Ängsten und unbewussten Mustern und Sorgen zu tun hat. Ja, das ist schwer, das zu verallgemeinern, ja. Hier kommt nur noch mal die Aufforderung am Mittwoch, Donnerstag ist das hier. Höre auf deine innere Stimme, höre auf die Intuition. Es kann auch sein, ja, das habe ich ja noch gar nicht so richtig betrachtet, es kann natürlich auch sein, dass dir hier wirklich jetzt noch etwas richtig klar wird. Weil die beiden Karten liegen hier wieder aufrecht. Ja? Wir haben hier alles auf dem Kopf und dann ab Donnerstag kommen zwar Sorgen und Ängste und die Hohepriesterin, aber beides steht jetzt wieder aufrecht. Das heißt, es scheint hier so zu sein, als würde dir hier irgendetwas nochmal richtig klar werden. Es würde dir hier ein Geheimnis oder eine Wahrheit offenbart werden über dein Gefühl, über deine Intuition, als würdest du hier wirklich etwas zutiefst erkennen und das bereitet dir hier ganz viel Unbehagen. Das kann tatsächlich auch über die Träume geschehen. Vielleicht erlebst du hier etwas durch deine Träume, vielleicht auch Albträume. Vielleicht wird dir dadurch hier etwas nochmal offenbart. Das ist hier sehr möglich, sehr gut möglich. Ja, und dann, ja, wir schauen mal weiter. Dann geht es hier aber eben auch darum, möglicherweise flexibel mit einer aktuellen Situation umzugehen, sich für mehr Möglichkeiten zu öffnen oder für die überhaupt im Raum sind, ne, die überhaupt da sind. Und hier auch das Wachstumspotenzial zu erkennen und zu nutzen, um hier etwas Neues entstehen zu lassen, was ja hier bisher nicht der Fall war. Und das hat aber eben hier eben auch viel damit zu tun, dass man auch in Konflikte geht, dass man sich ja vielleicht auch mehr zumutet, mehr zu sich selbst steht, mehr für sich kämpft, mehr sich behauptet und für deine Wahrheit auch eintrittst, ja, einstehst. So, eine Botschaft hätte ich gerne hier für meine lieben Zuschauer für die nächste Woche. So, was haben wir hier? Also wir haben hier eine und wir haben hier, oh mein Gott, ich kriege Gänsehaut. Ich liebe das, wenn das so schön passt, ja. Es ist Zeit für eine Veränderung. Warte nicht länger und schiebe keine Entscheidung vor dir her. Und hier steht, verirrt in den Ruinen der Vergangenheit, finde den Weg ins Jetzt und lebe. Also das ist ja so passend hier zu diesem Thema, ja. Man ist verirrt in den Ruinen der Vergangenheit. Verirrt. Das ist der Turm. Das ist die Ruine der Vergangenheit. Da ist man so drin verirrt, man findet nicht raus. Man kennt nur diese Vergangenheit. Es ist Zeit für eine Veränderung. Zeit, den Turm einstürzen zu lassen. Zeit, eine Entscheidung nicht mehr vor dir herzuschieben. 10 der Schwerter. Oi. Aber weißt du was? Ich werde mir dazu nochmal die Botschaft anschauen. Vielleicht bekommen wir da nochmal einen kleinen Extra-Wink. So, also du hast dich in den Ruinen der Vergangenheit verirrt. In Ruinen, die Überbleibsel einer unschönen oder schweren Zeit sind. Ja, das hat damals den Konflikt, ja, diese schwierige, schmerzhafte vielleicht auch Erfahrung oder vielleicht auch wirklich demütigende, also das, was hier zusammenstürzen will, das ist ja durchaus nichts Schönes, sondern etwas, was ja, ja, eigentlich eher mit einer unangenehmen Energie hier in Verbindung, in Zusammenhang steht, ne? Zu oft schaust du zurück statt nach vorn, bist zuweilen gefangen in den Räumen der Vergangenheit, die schon längst keine Macht mehr über dich und dein Leben haben sollten,
haben sie aber noch. Ne? Das ist der südliche Mondknoten. Das sind diese alten Muster. Selbst wenn du zurückgehen könntest, wärst du dort, wo du ankommen würdest, ganz allein und einsam. Das ist auch interessant, weil ich das auch schon, weil ich das kenne. Wenn man an diesem Alten festhält, ja, und sich da aufhält und verweilen will, merkst du ja, dass du dich dort gar nicht wohlfühlst. Du fühlst dich ja dort gar nicht erfüllt. Ja, da ist so eine Leere. Und das zeigt dir ja, das ist ja eigentlich der Wink auch deiner Seele, dass das eben nicht mehr für dich bestimmt ist, ne? Und deswegen fühlst du dich dann seelisch auch allein und einsam. Niemanden wirst du dort treffen können. Also was willst du in den stillen Ruinen der Vergangenheit, die nur Einsamkeit und Verbitterung für dich bereithalten? Diese Ruinen symbolisieren all deine verpassten Möglichkeiten. Du kannst sie nicht mehr aufbauen. Sie sind nun, wie sie sind. Wenn du hier verharrst, wirst du anfangen, dein Leben als sinnlos und traurig zu erachten. Dabei ist es ein wundervolles und magisches Abenteuer. Fühle das Licht deines Herzens und höre den Klang deiner Seele. Gehe vorwärts, dann findest du unendlich viele neue Möglichkeiten, neue Abenteuer, neue Begegnungen und eine neue Liebe. Ne? Hier die Wachstumsenergie hier. Wenn du beharrlich im Lichtportal der Gegenwart lebst, den Blick fest auf die Zukunft richtest, dann bist du auf dem Weg deiner Seele. Kehre der Vergangenheit den Rücken zu und finde den Weg zurück ins Jetzt. Es ist nun wichtig, dir selbst zu vergeben und dann gehe weiter und blicke nach vorn. Ja. Die andere Karte schaue ich mir auch noch an. Die Zeit für Veränderung. Es ist so. Das ist so Hammer, wie das hier wirklich zusammenpasst. Wahnsinn. Alles in dir ruft nach Veränderung. Auch deine Seele verlangt danach. Neue Impulse, neue Wege warten auf dich. Veränderung geschieht durch Veränderung. Brich starre Strukturen, die dich festhalten wollen. Ne? Das ist der Turm. Auf. Beginne mit Veränderungen, die dir leicht fallen. Wie zum Beispiel einem Hausputz. Und wirf altes Zeug weg. Geh zum Friseur und lass dir eine schöne Frisur machen. Oder kaufe dir etwas zum Anziehen. Mache etwas Verwegenes, etwas Verrücktes, etwas, was du schon immer tun wolltest. Und dann suche dir im Außen Mitstreiter, denn Veränderung macht mehr Spaß, wenn da noch andere sind, die etwas in ihrem Leben verändern möchten. Darüber zu sprechen, wird dir Kraft geben. Ja, vielleicht darfst du auch mehr mit Menschen darüber sprechen, was du verändern möchtest. Vielleicht kann dir das auch hier mehr Halt geben. Es ist jetzt Zeit, warte nicht länger. Dieses Leben ist zu schön, um es mit Vermeidungsstrategien zu vergeuden. Denn dann zieht es ungelebt an dir vorbei. Beginne mit einfachen Dingen. Dann werden sich die großen Themen von ganz allein verändern. Auch wichtig. Ja, wenn man sich vielleicht nicht in der Lage sieht, eine größere Entscheidung hier zu treffen, dann kann man vielleicht auf einer kleinen Ebene mit kleinen Entscheidungen in die Richtung gehen. Wichtig ist nur, nicht aufzugeben. Verändere jeden Tag etwas und du wirst erleben, dass Wunder wahr werden. Du stehst an einer Lichtpforte. Wenn du es durch Veränderung schaffst, durch diese Pforte zu schreiten, ist dies der Beginn eines ganz neuen Verständnisses von dir selbst. Ja, stelle dich dem, was zu verändern dir schwer fällt. All den dunklen Gewohnheiten, die wie Fallgruben auf dem Weg der Seele sind. Hier, ach, der Kelch auf dem Kopf, die alten Gewohnheiten, an denen man hier so festhält. Ne? Mit dieser Karte hältst du eine große Chance in deinen Händen. Befreie dich von der selbst auferlegten Enge und du wirst erkennen, dass vieles nicht so ist, wie es scheint. So, der Amethyst kann dir helfen. Krafttier ist der Phönix, ja, die Wiederauferstehung. Der Amethyst. Ich glaube, hier war es der schwarze Opal. Oder Onyx? Nee, Opal war das, glaube ich, der hier helfen kann. So, schauen wir weiter. Einen Rat für die lieben Seelen nächste Woche. Kampf. Es lohnt sich zu kämpfen. Bitte um Kraft und Geduld. Bleibe dran und haltet durch. Bleibe dran und haltet durch. Ne, das ist ja, was wir hier auch sehen. So dieses, diese fehlende Kraft hier oder diese möglicherweise. Ist eigentlich dieser Konflikt oder dieses sich selbst behaupten zu viel, ne? Es ist wichtig, dran zu bleiben. Hier Kraft.
Durchhaltevermögen, die Sonne hier. Vielleicht ist es ja auch dein Ziel, vielleicht bist du dir dessen ja schon sehr bewusst, dass du hier etwas verändern möchtest und musst. Und da geht es darum, hier auf dem Weg zu bleiben, dran zu bleiben. Ui. Innere Konflikte. Wolltest du diese Situation? Das ist lustig, diese Karte ist noch nie gefallen hier bei mir. Heute springt sie hier. Wolltest du diese Situation schon lange beenden und schaffst es einfach nicht? Zerreißt dich das für und wider? Ja, das sieht hier so aus. Das ist genau das, was wir hier sehen, ne? Dieser innere Konflikt. Der Kampf mit dem Teufel, der Kampf mit dem eigenen Schatten, mit den Urängsten, mit den tiefsten unbewussten Mustern. Wolltest du das nicht schon lange beenden und schaffst es einfach nicht? Oh. Und mach langsam. Reise nicht, rase nicht durch dein Leben, sondern achte auf dein Tempo und auf dich. Vieles entgeht sonst deinem Blick. Die Schnecke haben wir hier. Mach langsam. Ja, also kleine Schritte. Na, vielleicht geht es darum, in kleinen Schritten dich auf dein Ziel hier zuzubewegen. Wichtig ist, dran zu bleiben. Das Thema nicht ins Unbewusste zu verdrängen, das ist ja nämlich, das wäre dann, ja, das wäre dann nicht so gut, das wäre dann ein sehr ungenutztes Potenzial. Wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein und in kleinen Schritten zu versuchen, daran zu arbeiten und an dein Ziel zu kommen. Und ja, den Rest übernimmt dann vielleicht das Schicksal für dich, weil hier kommen auf jeden Fall Veränderungen, Überraschungen, schicksalhafte Fügungen oder Neuigkeiten, irgendwas kommt hier die Woche rein, was aber erstmal sich positiv hier anfühlt von der Energie. Und dann schauen wir mal. Ich hoffe, du konntest erstmal jetzt etwas hier mitnehmen in dieser doch recht dramatischen Legung für die nächste Woche wieder. Ich hoffe, ja, dass es für dich ein paar nützliche Hinweise, Impulse geben konnte. Wenn ja, dann würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben oder auch über ein Abo von dir, falls du mich noch nicht abonniert hast. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche dir eine wundervolle Woche mit viel Klarheit, mit vielen schönen Momenten und einer schönen Neuausrichtung. Und dann bis zum nächsten Mal.